Servus Freunde, willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Gelb. Im letzten Part, am Ende habe ich dann noch gesagt, dass wir uns vor der Safronia Arena wiedersehen. Relaxo ist auf 35 geschossen und ja, sonst hat sich vom Level her während der kurzen Einheit nichts bewegt. Und wir gehen jetzt rein. Ich kenne zwar den Weg, aber ich werde die Trainer mitnehmen. Erfahrung. Rosa bringt eine Jung ist, die unsere Arena-Leiterin. Wir lassen uns nicht einfach von zu dir gehen. Tja, das glaube ich nicht. Wer hat da Psychomantis? Blakemon. Aber nebenbei habe ich Kopfnuss verlernt und Body Slam draufgelegt. Das war noch das Einzige, was sich am Set geändert hat. Weil Body Slam ist doch ein bisschen stärker und macht noch ein bisschen mehr Bums. Und Relaxo steigt auf 36 auf. Da der Kollege hier unser MVP ist. Portable vs. Porter oder wie man das heißt. Oder einfach nur der beste Spieler. Zwei Level haben wir am Totok. Lapras wächst ebenfalls. Ich habe die Konzentration verloren. Tja. Du weißt, dass man mit Stärke allein nicht weit kommt, oder? Hm. Ach, wenn du mein Team siehst, wie stark das unterlevelt ist und ich es trotzdem bisher geschafft habe, wird das wohl einiges über mich aussagen. Pikachu levelt auch nach. Agilität. Nimm ich mal den Donnerschock raus. Pikachu lernt Agilität. Ja, geil. Aussetzer ging daneben und das gibt eine Stärke und ciao, ciao, Kadabra. Weil ich weiß, dass ihr Simsalam hier noch ziemliche Gefahrenquelle ist. Ja, Abra und Kadabra werden genauso nervig. Das ist unfassbar, tja. Pokémon passen sich ihrem Trainer an. Deine Pokémon müssen demnach sehr zäh sein. Wollten sie, hoffe ich mal. Oh, Bisaflor, du sollst dich nicht selber hauen, du sollst Egelsamen setzen. Also in dem Fall gibt es jetzt geballte Tag Team Action gegen das Apollo. War zumindest geplant. Ha, geil, instant aufgewacht. So gefällt mir das.
Und erstmal ein Geowurf hinterher. Hier hat es übrigens noch Effekt gehabt auf Geist-Pokémon. Wobei sich das ja auch geändert hat in der zweiten Generation. Glutexo pennt. Wie es aussieht, wird der Kollege wohl alles verpennen. Ich wusste es. Die Pokémon in der Arena von Saponia City sind für übernatürliche Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausfordern möchtest. Und ich werde sie herausfordern. Da wirst du mit dem Lamus nicht im Weg stehen. Den werde ich einfach einen schönen gestärkten Bodyslam erstmal reindrücken. Und dann noch eine Stärke hinterher. Wie es aussieht, wird dann wohl Glutexo ein Level up verpennen. Kann man mal machen. Stärker werden im Schlaf, davon träumt jeder. Jeder träumt davon, im Schlaf so plötzlich so ein Mannschrank zu werden, aber es geht nun mal nicht. Da muss man was tun für. Sag gerade ich, der größte Lauch hier. Gut, den haben wir schon umgeholzt. Sabrina ist jünger als ich, trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Tja, Respekt vor Autoritäten. Lernt man doch. Oder sollte man eine Erziehung lernen? Aber naja. Wer bin ich, dass ich über andere Erziehungen urteile? Auch nur so ein Typ aus dem Internet. Und erstmal gibt's gebratenen Geist. Vielleicht wacht der Glutexo wieder auf. Und davor holen wir mal kurz Bisaflor ran. Mal kurz ein paar Egelsamen gesetzt werden. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das Ende unseres künftigen mächtigen Drachens. Passt, ist wieder aufgewacht. Und pennt gleich wieder. Das war noch so ein... Nice! So muss das. Er ist gepennt und er wieder aufgewacht. Will wohl nicht ins Bett. Wie ist bockige Kind, was nicht ins Bett will? Wieder her, so ist Cher, sagt man so schön. Und dementsprechend, weil ich viel geswitcht habe, kriegen alle nur so gesamt vielleicht 6 EP. Dann wieder Leech Seed setzen. Da frisst jetzt erstmal dieser Flow wieder gewaltig Schaden. Aber da es das tut, was es tun soll, kein Ding. Nämlich ein paar Egelsamen setzen. Gegen die Exorzisten hat leider Relaxo aufgrund seines Typs null Chance.
Komm, geben wir unserem künftigen Turtok auch noch einen Auftritt. Weil wir es können. Kommen Sie hin, kommen Sie ran, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Hat aber trotzdem soweit einen guten Job gemacht, auch wenn jetzt die Paralyse zugeschlagen hat. Wenn wir dann wieder ganz unten rauskommen, müssen wir erstmal kurz einen Abstecher ins Pokémon Center machen. Was du mit Leather-Attacken kannst, kann ich auch. Und gut, dass ich die Egelsamen gesetzt habe. Ich bin nicht gut genug. Da bin ich also bei Ihnen gelandet. Alles klar. So, bevor ich die mir aber vornehme... Gehen wir erstmal wieder raus und halten mal das Team durch. So, lala. Ich werde dann noch im Pokémon Center den Part beenden und davor werden wir uns aber noch was für Lapras holen. Der Psychokinese einem Pokémon beibringen? Ja, Lapras. Lapras versucht Psychokinese zu erlernen. Kann ich mehr als 4 Attacken erlernen? Soll ich zugunsten vom Psychokinese vergessen werden? Ja. Und zwar Aquaknarre, weil wir haben Surfer drauf. Lapras erlernt Psychokinese. Der Plan ist nämlich dann so, dass ich mit Lapras später einen der Top 4 erlege. Im Glücksfall sogar 2. Oder sogar 3. Im absoluten Glücksfall. Sind wieder topfit. So, da Freunde, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Dann sage ich bis dann. Ciao, ciao.